Ein kurzer Blick auf die Karte zeigt, dass wir noch etwa 50 Kilometer bis zur Mittelmeerküste haben sollten. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Wir freuen uns auf Kroatien, freuen uns auf die Adria und ihr könnt uns wie immer dabei begleiten. Viel Spaß mit diesem Video. Wer sagt eigentlich, dass wir die Grenze immer mit dem Moped überfahren müssen? Schlechte Nachrichten für euch, denn wir haben bisher weder in Slowenien noch hier in Kroatien Simsons bzw. Simson-Fahrer gefunden. Scheinbar wurden damals nach Jugoslawien nicht ganz so viele Fahrzeuge exportiert. Und trotz, dass wir nicht so viele Fahrzeuge gefunden haben, wird das hier einfach dadurch entschädigt, dass wir eine atemberaubende Landschaft haben, einsame Küstenstraße, wo es wirklich Spaß macht, Moped zu fahren. Und genau das machen wir jetzt noch ein bisschen. So, wir hatten jetzt genug Zeit, um uns in Kroatien mal umzuschauen und ihr wollt sicherlich wissen, wie die Simson-Lage dort so ist. Nun ja, wir haben euch das Ganze mal in 10 Sekunden zusammengefasst. Plastik! 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 Blech! Und auch wenn wir hier keinen Erfolg hatten, habe ich zumindest eine gute Nachricht. Denn soeben ist das gesamte Interview aus Budapest fertig geworden. Für all diejenigen, die sich das mal anschauen wollen, ich habe auf der Homepage zweiradgeber.de dazu einen extra Blogartikel veröffentlicht. Für uns geht es jetzt also immer weiter an der Adria entlang und ich bin hier gerade schon am Recherchieren, ob es nicht doch irgendwo möglich ist, in einer der folgenden Länder mal eine Simson aufzutreiben. Los. Das Wetter ist scheiße. Und das Auto springt nicht an. Wie ihr hört, hört ihr nichts. Ich mach nochmal. Und jetzt pscht. So, wir haben das Auto repariert. Viele fragen uns ja immer, was in dieser mysteriösen Tasche hier drin ist. Ganz einfach, Werkzeug. So, es hilft nichts. Wir müssen hinten dran. Ja, wie ihr seht, läuft die Karre erstmal wieder. Das Problem ist aber nicht mehr oben. Der Anlasser ist wahrscheinlich nach wie vor defekt. Aber wie es der Zufall so will, hier in Kroatien haben uns gerade drei Franzosen das Auto angeschleppt mit ihrem eigenen Auto. Puh, so, wir sind jetzt irgendwo abends an einem Campingplatz angekommen. Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Was passiert, wenn ich die Zündung jetzt ausmache und wieder an? So, ich habe mir über Nacht durchgelesen, wie das mit dem Anlasser funktioniert und heute kommen wir dem Problem mal auf die Spur,
indem wir erstmal messen, ob dort überhaupt noch Strom ankommt. Ah, ich hab ihn! So, das hier ist der Übeltäter und was wir jetzt einfach mal ausprobieren, ist hier 12 Volt anzulegen, so wie es üblich ist. Und hier werden wir dann per Zündschloss simulieren, wie ebenfalls 12 Volt angeschlossen werden. Dann sollte der eigentlich ganz normal funktionieren. Scheiße. Das ist natürlich nicht das, was ich sehen wollte. So, das sieht jetzt erstmal kompliziert aus, aber nachdem der Anlasser gerade über die Simulation ja funktioniert hat, interessiert mich jetzt natürlich, ob er auch funktioniert, wenn wir die originalen Plus-Zuleitungen dafür nehmen. Jetzt! Nochmal! Langsam gehen uns die Werkzeuge aus, deswegen fahren wir jetzt mal mit dem Anlasser zusammen in eine Werkstatt und vielleicht könnt ihr uns ja die olle Kabelverbindung einfach mal neu machen zwischen dem Magnetschalter und dem eigentlichen Anlasser. So, wir waren gerade in einer ganz kleinen Garage hier in der Stadt und es hat sich tatsächlich jemand erbarmt, diesen Anlasser mal zu reparieren. Beziehungsweise der hat den innerhalb von 10 Minuten einfach mal komplett zerlegt und alle Anschlüsse, die irgendwie rostig waren oder kaputt schienen, ausgetauscht. Und jetzt schauen wir mal, ob der Anlasser wieder funktioniert. Ich bin gespannt. Jo! So, wir sind auf der Zielgeraden. So, unser letzter Tag in Kroatien. Morgen geht es weiter nach Montenegro. Und mein Fazit, ich halte mich kurz, ich würde jederzeit wiederkommen. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.